Jo, Freunde, herzlich willkommen beim Unboxing von mir, oder eher gesagt ein Showtime von mir, was ich nämlich zu Weihnachten bekommen habe. Ich wollte euch einfach mal mit euch quasi teilen und mal eure Meinung dazu wissen, was ihr davon haltet, ob ihr es cool findet oder ob ihr es nicht cool findet. Und ja, ich fange am besten gleich mal an und ja, zeige euch das einfach mal. Ein kleiner Tipp, es hat was mit Telefonieren zu tun und mit Simsen und das alles. Nieren, du redest doch bestimmt vom Handy. Richtig, ich habe ein Handy bekommen. Das hier ist immer ein Ladekabel davon. Lege ich schon mal hier auf den Tisch. Und jetzt zu dem guten Stück. Moment, ich zeig's euch mal. Na, was sagt er dazu? Nix geht über Oldschool. Es ist viel, deutlich kleiner als meine Hand. Und das hier ist das dementsprechende Aufladekabel dazu. Sieht man hier vielleicht nicht so gut. Und ja, das war halt mein Weihnachtsgeschenk, was ich dieses Jahr bekommen habe. Ich hoffe, ihr habt mehr bekommen als ich. Und ja, wir sehen uns natürlich. Das wollte ich euch einfach mal zeigen und eure Meinung dazu wissen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Niron hier. Und Niron ist out. Yes, sir. Spaß, Freunde. Spaß, Freunde. Hier muss ich zeigen, genau. So. Spaß, Freunde. Ja. Ich will euch jetzt mal das richtige Geschenk zeigen, was ich bekommen habe. Moment. 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 Da, 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 da. Da, da, da. So. Das ist das brandneue Google Phone, Google Handy, nämlich das Nexi 5, wie ihr vielleicht hier nochmal sehen könnt. Moment. Das Nexus 5, das brandneueste und aktuellste. Gemacht wurde es eigentlich von LG. Also ich hatte damals ein LG gehabt und da war ich eigentlich nicht so mit beeindruckt, aber das hat mich wirklich umgehauen, das wollte ich unbedingt haben. Und siehe da, ich habe es sogar bekommen. Ich will das jetzt einfach mal mit euch zusammen aufpacken und so. Ach, es ist erst noch hier festgeklebt, ich Vollhorst. Dann mache ich das hier mal auf. Gut, Niron, Scherer hast du jetzt nicht hier. Super vorbereitet, würde ich sagen. Aber das macht ja nichts. Ich habe hier noch andere spitze Werkzeug. Nämlich das hier. Es geht auch nichts über super alte Technik, wie zum Beispiel Bleistifte oder so. Und jetzt machen wir es einfach mal auf der anderen Seite auch noch auf. Warum sehe ich das denn nicht? Bin ich blind? Oder einfach nur blöd? Ich mir das ganze Zeug am Finger, aber das macht ja nichts. So, ich lasse mal hier, den könnte ich vielleicht noch mal gebrauchen. Leg ich mal hier. Jetzt ist es an beiden Seiten offen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Das bedeutet, wir können es rausholen. Ich leg's mal ab. So, Freunde, mein Mikro steht schon mal sehr schön und hier ist das gute Stück. So, wir holen es mal raus. Ich lebe gefährlich, ich weiß. Boah, also schon mal der erste Eindruck ist leicht. Ich zeige euch mal mein altes Handy. Das HTC Desire HD. Ist jetzt mittlerweile schon 3 Jahre alt. So sieht es ungefähr aus. Hier fehlt zum Beispiel meine Lautstärkregler-Dingsbums. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sieht auch schon ziemlich wüst aus. Ja. Und das ist das neue gute Stück, das Nexus 5, so dünn ist ungefähr. So sieht es von hinten aus. Das muss ich noch abmachen, das ist nämlich mein Code. Kann ich den überhaupt abmachen? Ich weiß nicht. Ja, den kann ich abmachen, den mache ich auch gerade mal ab. So, zeige ich euch nochmal die Rückseite. Am besten noch so im Licht.
ist alles ein bisschen kompliziert, weil meine Kamera ist verkehrt rum eingestellt. Hier ist auch der schöne Schriftzug Nexus drauf. So. Hier unten sind Lautsprecher, sieht so aus, oder Mikrofon. Das sieht man vielleicht, hier muss ich näher nochmal näher dran kommen. Da, jetzt sieht man es vielleicht oben. Mit der Mitte ist halt dieses Aufladekabel und ähnliches. Hier ist noch eine schöne Hülle drauf. Da sieht nämlich auch noch ein Nexus drauf. So. Oben, ich glaube oben ist das Mikro, da der kleine Punkt, mal gucken, ob man das hier sehen kann. Oben ist auf jeden Fall Kopfhörer. Also ganz normale Change-Kabel. Und links sehen wir wahrscheinlich einen Lautstärkeregler. Das muss ich am besten auch noch in die Kamera halten, nochmal näher. Und auf der anderen Seite ist dann wohl ein Slot, meine ich gelesen zu haben. Ein Slot, den man aufmachen kann für die Mikro-SIM. Und Tastensperre an- und ausmachen. Gut, es fühlt sich, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist ziemlich glatt, also so leicht. Also es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich geil an, Freunde. So viel kann ich verraten. Und ja, ich will jetzt hier vorne so drauf rumtatschen, aber es wird wahrscheinlich sich anfühlen wie ein Display. Und jetzt zeige ich es mal vom Nahen. Hier oben sehen wir Kameras. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht. Kameras sehen wir. In der Mitte ist die Hörmuschel. Links ist die Kamera. Also da. Hier ist die Hörmuschel. Und hier rechts, das sieht auch aus fast wie eine Kamera oder so ein Sensor. Hier unten ist, wie man sehen kann, nichts. Sieht man auch hier mit. Dann zeige ich nochmal hier die linke Seite mit dem. Hier ist der sogenannte Lautsprecher, der Regler. Würde ich mal vorschlagen. Hier oben ist die Tastensperre. Sieht man hier vielleicht ganz gut. Und hier unten drunter ist, glaube ich, der Kartenslot-Eingang. Habe ich gelesen. Meine ich gelesen zu haben. Wie gesagt, es fühlt sich leicht an. Hier hinten die Kamera. Wer hätte das gedacht? Noch unten das Blitzlicht. Und hier habe ich jetzt alles so genannt. Hier unten nochmal. Das kann man vielleicht nochmal sehen. Hier ist das Aufladekabel und eventuell auch USB, wo man über USB damit interagieren kann. Und hier die Lautsprecher. Hier weiß. Schön. Dann haben wir das erstmal soweit erklärt. Ich hoffe, man konnte mich noch einigermaßen hören. Lege ich das mal hier hin zur Seite und gucken uns nochmal die Verpackung quasi nochmal genauer an, was da noch alles drin ist. Eine leere Hülle, die wahrscheinlich zur Abgrenzung dient, dass dann alles da durcheinander gewirbelt wird beim Versand oder ähnliches. Was haben wir hier? Ach genau, hier ist die Bedienungsanleitung, wie man die SIM-Karte reinschieben kann. Es ist Mikro-SIM, Freunde. Die Bedienungsanleitung davon, wie das funktioniert, wie man das aufzumachen hat, werden wir wahrscheinlich auch noch tun. Dann haben wir hier eine kurze Beschreibung, würde ich mal sagen. Ich suche mal die deutsche hier. Einmal hier, die Vorderseite. Was das für einzelne Sachen sind, würde ich mal vorschlagen, sind das. Stell dich scharf los. Das war ein Fehl. Das ist einmal die Rückseite, so ganz für, ich sag mal, für die ganz Schlauen. Klärt mit euch, wie man es auflädt quasi. Gut, dann haben wir das auch, das legen wir mal hier hin. Legen wir quasi mal hier in die, wo das Handy drin lag. Das wir schon mal auf den Füßen. Dann gucken wir hier, was ist das hier? Sicherheit und Garantie, das wird aufbewahrt. Ich hätte so wie Ruffy so super, so Kung-Kung-Kräfte, dann müsste ich mir halt so vorbeugen, könnt es euch zeigen. Wie ihr sehen könnt, manchmal muss ich ja vorlaufen. Mach hier halt einen Sport. Einfach nur, ob es quasi geschrieben ist. Also nichts von großer Bedeutung quasi. Was man aber natürlich auch nochmal behalten muss, schon ein wenig Sicherheit und Garantie. Deswegen
werde ich das auch aufbewahren. Hier ist nochmal auf Seguridad y Garantía, also auf Spanisch. Safety and Warranty, Englisch. Hier auf der Rückseite ist bestimmt Französisch, oder? Ne, auch Safety and Warranty. Gut, hat sich das auch geklärt. Was haben wir hier? Noch die zwei Sachen. Dann ist das quasi das gute Ding leer. Hier sehen wir es nochmal. Und hier komplett leer. Es sind noch zwei Sachen enthalten. Die gucken wir uns jetzt auch noch an. Hier, einmal das hier, das gute Stück. Und einmal das hier. Sonst leider ist jetzt so ein kleiner QR-Code, den ich jetzt irgendwie taktisch verdecken muss. So, wir packen das jetzt mal auf. Habe ich vor laufender Kamera. Das ist doch ziemlich knifflig hier aufzumachen, wie ich gerade sehe. Ja. Ich stehe ja voll im Bild, ey. Das ist nämlich das USB-Kabel, was auch zum Aufladen dient. Und jetzt machen wir das nächste auf. Wenn ich meine Superkräfte wieder aktivieren kann. Nein, komm schon. Wie beim Kacken, ey. Einfach nur anstrengend. Verstopfung meine ich. So. Alle guten Dinge sind drei. Das hier ist. Ui, sieht ganz edel an. Schon mal dick fett LG drauf, sieht man aber wahrscheinlich nicht. Was eigentlich schade ist. Und hier kommt der USB, also das ist einfach das Netzwerkkabel. Das Aufladen. Und ja. Gut, das war es quasi das erste Teil vom Unboxing. Den zweiten werde ich wahrscheinlich direkt danach laden, nämlich die ersten Minuten von dem Handy. Und was kann ich sagen? Das war das der Inhalt quasi. Es fehlen Kopfhörer, die muss man noch dazu kaufen. Und ich hoffe, ihr habt eine Mikro-SIM. Ich habe nämlich keine. Das heißt, ich darf jetzt meine SIM-Karte so zerschneiden, dass sie da reinpasst. Und ja. Dann bedanke ich mich bis hierhin und wir sehen uns gleich wieder, wenn das Handy geladen ist. Euer Neroni ist bis jetzt out. Ciao. Jo, Freunde, jetzt bin ich wieder Neroni. Ja, hier seht ihr meinen Nexus 5, mein Nexi, wie ich es immer nenne. Und ich habe noch nichts dran gemacht, außer ich habe hier jetzt an der Seite habe ich jetzt die SIM-Karte eingefügt, die Micro-SIM. Ich habe meine normale SIM zerschnitten. Ich hoffe, es funktioniert so alles. Dazu benötigt man das beigelieferte, ich nenne es mal Schlüssel, den beigelieferten Schlüssel. Den müssen wir in das kleine Loch hier stecken. Jetzt, da ist nämlich so ein kleines Loch. Da steckt man die Spitze hier rein. Moment. Moment, ich muss mal kurz gucken. So. Sieht er ungefähr dann so aus. Hält. Und dann drückt man einfach ein bisschen. Und dann kommt hier was rausgeschossen. Was heißt rausgeschossen? So. Sieht man vielleicht, wenn ich das so halte. Von oben so ein bisschen. Da sieht man es. Hier, das Teil. Das kann man dann so rausziehen. So. So sieht dann jetzt meine SIM-Karte aus. Schon ein bisschen älter, ist ein bisschen zerkratzt, ich weiß. So, und die füge ich dann jetzt hier ein. Bisschen Technik gefragt hier, Fingerspitzengefühl. Und dann führe ich sie wieder so ein, wie ich es rausgeholt habe, nämlich die Ecke, die muss nach rechts oben zeigen, die fügen wir dann so wieder ein. Einfach dann reindrücken, bis es halt nicht mehr geht und man sich das. Hey, was geht ab, Niron? Du bist so aufgeregt. Und das nicht mehr rausziehen kann, quasi ohne Hilfe des Schlüssels. Sonst fällt ja immer wieder raus, das ist ja auch nicht seine Sache. Und jetzt kommen wir zu einem der aufregendsten Momente, Freunde. Wir ziehen nämlich die Folie ab. Also aufpassen. Ist das geil oder ist das geil? Hier ist die Folie. Abgezogen. Ich liebe es einfach, die Folien abzuziehen. Gut, dann lege ich das mal zur Seite. Und zum Beweis, dass es aufgeladen ist, tun wir nochmal hier unten reinstecken. Unten reinstecken, also jetzt von euch, von der Seite jetzt. Und es müsste eigentlich dann, wenn ich das mal reingesteckt habe, hier, sonst geht nach.
Wenn's schief läuft, dann läuft's schief. Gelle Freunde, kennen wir ja. Kennen ja von meinen Videos das. So. Jetzt müsste eigentlich eine Batterie kommen. Wird aufgeladen. Und die verschwindet gleich wieder. Und das bedeutet eigentlich, dass es komplett aufgeladen ist. So, da sehen wir es. Da ist kein Balken mehr übrig. Das bedeutet, es ist vollständig aufgeladen. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. Ziehen es wieder raus. So. Und dann machen wir das hier an der Seite. Denke ich mal. Machen wir das jetzt einfach mal an. Wenn wir es länger drauf drücken. Ja. Google. Drin machen. Jetzt kommt das gute alte bekannte Google-Logo. Also die Farben kennen wir ja von Chrome zum Beispiel. So. Müssen ein bisschen warten, ist ja normal. Ich hoffe wirklich, dass die SIM-Karte funktioniert. Das ist gerade meine einzigste Sorge, weil wenn die nicht funktioniert, habe ich quasi meine SIM-Karte zerschnitten. Und ich kann bis zum nächsten Aufenthalt, also wenn die Geschäfte wieder aufmachen nach den Feiertagen, kann ich dann erstmal nicht mehr quasi nicht mehr die benutzen, weil ich ja dann komplett zerschnitten habe. Das ist ja eigentlich dann ziemlich dumm von mir gewesen. Aber wir versuchen es einfach mal. So, lege ich das mal quer. Habt ihr mal alles im Überblick quasi. Komplette Handy, was hier passiert. Lass die Zeit. Oh, jetzt hat es kurz vibriert. Jetzt passiert irgendwas wahrscheinlich gleich. So. Willkommen! Hier können wir uns erstmal machen. Ich muss mal kurz die Kamera einstellen, dass man das dann quasi auch so sehen kann. So. Willkommen steht hier. Moment, ich hab's ein bisschen nicht mit der Kamera. Zeige ich mal so hoch. Willkommen. Hier können wir also die Sprache am Anfang einstellen. Wir wählen natürlich, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Auf jeden Fall ist das erste, was wir auswählen können, ist hier Deutsch. Und drücken auf Display-Zeichen. Suche nach WLAN. Haben wir hier unser WLAN. Jetzt muss ich erstmal das Passwort eingeben, das kann ich Gott sei Dank auswendig. Das müsste eigentlich funktionieren. Bitte warten. Haben Sie ein Google-Konto? Falls Sie Gmail oder Google Apps nutzen, antworten Sie mit Ja. Steht hier drauf. Muss ich mal kurz, vielleicht kann ich das quer halten. Kann ich das vielleicht besser bearbeiten mit euch. Und ich habe ein Google-Konto, sonst hätte ich ja keinen YouTube-Kanal. Dann gebe ich das mal hier kurz ein. Miron. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier mein Google-Konto aktiviert. Das war nämlich, was ich auch auf YouTube habe. Ich weiß nicht, sieht man das? Das sieht man nicht gerne. Doch, jetzt hier. Sicher Wiederherstellung. Sichern Sie Ihre Daten. Ich muss jetzt ein bisschen runtergucken wegen der Kamera. In einem Google-Konto stellen Sie sicher folgende Sicherungen auf diesem Gerät wieder her. Daten umfassen. WLAN-Passwörter. Nochmal kurz für mich durchlesen. Okay. Gehe ich mal hier runter. Apps können meine Standorte wieder schneller bestimmen. Anonyme Standorte werden erfasst und Google an Google gesendet. Zur Verbesserung der Genauigkeit für Zwecke lassen Sie zu, dass auch zu der Google nutzt. Ich mache erstmal kurz hier Standort, mache ich mal hier das weg. Das will ich nämlich nicht. So. Für andere Zwecke lassen sie zu, dass auch bei der laufen. Das klasse einfach, das hat ja eigentlich nichts großes. Ich möchte ein Angebot von Google Play erhalten. Das möchte ich nicht.
muss ich gerade nochmal meinen Namen eingeben. Und das haben wir hier. Informationen immer verfügbar ohne Suche. Beispiele, Wetterflug, Status, Verkehr auf Arbeitsweg und vieles mehr. Wie ihr vielleicht sehen kann. Google Now ist immer für Sie aktiv. Damit Sie die richtigen Infos zur richtigen Zeit erhalten, muss Google Ihren Standortdaten bzw. Verkehrshinweise und Routen abrufen. Mir ein bisschen näher dran schieben. Vielleicht so. Kommen wir jetzt scharf. So. Ihre synchrone Kalender sowie Gmail, Chrome und Ihr Datenfeld aktivieren. Okay. Google Now wird heruntergeladen. Jetzt muss ich das so. Das ist unser Start-Dings. Willkommen! Gerät personalisieren. Mehr Bildschirme für Apps und Ordner erstellen. Okay. Arbeitsbereich organisieren steht hier oben. Moment, muss ich, da kann man erstmal hochgehen. Arbeitsbereich organisieren. Hintergrund berühren und halten, um Hintergrund, Widget und Einstellungen zu verwalten. Mit Hangouts können Sie SMS versenden. Hangouts ist jetzt Ihre Standard-App zum Schreiben von SMS. Ja, das hatte ich auf meinem alten Handy auch schon quasi. Deswegen, okay. Und ja, hier ist unser Startbildschirm. Systemupdate wird gleich runtergeladen. Ich mal etwas weiter weg, so. Was weiß ich, dass ich jetzt mal so schräg halte. Müsste ich das jetzt mal anders vorstellen, nicht wie ich das anders halte, aber so hat man es gleich am besten drauf. Also das ist quasi das die Standard-Design. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob meine SIM-Karte aktiviert wurde. Das kann ich gerade mal gucken. Aber wir gucken erstmal, oh, das ist echt hammergeil flüssig. Ganz anders wie bei mir. Bei meinem alten Handy, gut, das ist auch schon 3 Jahre her, Freunde. Und, ja. Was gibt's zu tun? Gucken wir erstmal, wen haben wir dann hier unten? Das ist Home-Button, ist ja klar. Rechts ist quasi das, kann ich aufräumen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Facebook benutze, das kann, erscheint hier Facebook hier unten, kann ich das einfach so wegziehen. Aber da ich auch nichts benutzt habe und das hier selber zur Zurück-Button, ganz klar. Jetzt gehe ich mal auf ihre Anrufliste und gucke. Werde ich mal gucken, ob ich hier was habe. Alle Kontakte. Und, wer ist hier da? Es funktioniert. Es müsste funktionieren. Wir können hier gerade nochmal jemandem schreiben. Über Hangouts. Nämlich meinem besten Kumpel. Beziehungsweise die Mobilnummer und die Halte von SMS. Okay. Was ist meine Telefonnummer? 0 1 Bestätigen. Okay. Telefonnummer bestätigt. Sehr schön. Dann schreiben wir mal. Wir haben jetzt mal Test geschrieben. Na. Ich werde zur Seite legen. Das tun wir mal runterziehen. Wie geht das? Wo war das noch gleich? Da. Ganz einfach eigentlich. Wir haben Test geschrieben. Mal gucken, ob er schreibt. Aber scheint nicht so zu sein. Ich meine, es ist Heiligabend. Da hat man ein besseres tun als Handys, Videos zu machen. Gucken wir erstmal hier hoch. Was haben wir dann hier? Telefonnummer bestätigt. Tippen Sie hier, um ein Hangout zu starten. Steht ganz oben. Installieren, drücken. 3 Apps aktualisieren. 2 Updates müssen genehmigt werden. Alles. Wir machen erst das System-Update. Android 4.4.2 System-Update. Mit diesem Software-Update erhaltet ihr Nexus 5 neue Version 4.4.2. Leistung und Stabilität und Fehlerwerte werden behoben. Alles klar. Neu starten und installieren. Gut, jetzt steht hier Installation abbrechen. Das bedeutet wahrscheinlich, ich muss... Ne, da oben steht es ja. Ausschalten. Jetzt ist mein Handy quasi aus. Google! Aber es wird ja wieder neu gestartet wegen dem System-Update. Och Gottchen. Guckt euch das mal an. Das Android. Na komm schon, jetzt hier. Na,
Wird nicht so, oder? Schade. Sieht richtig witzig aus und unten ist auch die Leiste hier. Gott, ist das Video schon etwas länger. Sorry, Freunde, aber ich muss euch das einfach zeigen. Ich bin so stolz quasi. Wie gesagt, mein altes Handy ist 3 Jahre alt. Ich konnte nicht mal richtig SMS mehr schreiben. Ich konnte schon gar nicht mehr angerufen werden. Doch jetzt ist es da, das Nexi. Das Nexi! Systemupdate wird installiert. Es wackelt sogar mit den Fühlern. Sieht man vielleicht hier oben, wie sich da was bewegt. Ich tue es mal so halten. Und dann tue ich das mal näher dran. Jetzt seht ihr es halt nur liegend quasi. Aber so sieht man es schon mal besser. So. So sieht es halt aus. Seht ihr, wie die Fühler sich bewegen? Ist das cool oder ist das cool? Und ja, wie gesagt, so sieht das halt gerade aus. Und geh mal aufs Menü, Einstellungen. Dann gehen wir hier auf Mobilbezahlen, Nutzer, Sprache, Sicherheit, Konten, System. Über das Telefon. Status. Hier sehen wir erstmal das ganze Zeug. So. Modellnummer Nexus 5 steht hier oben. Da. Da ist die Android-Version 4.4.2. Das ist die Kernel-Version. Und hier unten die Bildnummer. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Ja, KitKat. Da ist es, Freunde. Das KitKat-Zeichen. Weil ab 4.4.1, glaube ich, war schon KitKat. Und das ist einfach so ein nettes Gimmick, das man machen kann. Android 4.4.2. Schön, oder? Gut, dann gehen wir wieder zurück. Status. Der ganze Kram. Signalstärke, meine Telefonnummer unbekannt. Warum ist die unbekannt? Bluetooth, nicht verfügbar. Seriennummer. Bla bla bla. Und dann gucke ich mal. Dann bin ich jetzt soweit fertig. Links kommt man sofort in die Google Search Seite quasi. Das sieht ihr jetzt nicht, weil das alles komplett weiß ist. Rechts ist auch nochmal so Schnellzugriff und alles. Hier Play Music, Play Movies, Play Books, Play Games. Chrome ist hier unten. Hangout ist hier unten. Und ja, gut, dann war es das soweit mit dem Unboxing und Showtime von Neron hier. Und Moment, das will ich euch auch nochmal zeigen. Wenn man hier auf Dings geht, auf Tastensperre, dann kommt so Piu. Auch richtig cool, finde ich. Ja, also nette Gimmicks hat das Handy auf jeden Fall und Smartphone, Entschuldigung. Und ich hoffe, es nur das nächste Mal, wenn es wieder heißt, let's get a Platin, ja. Neuronier. Euer Neuronier ist out. Yes, sir. Tschaußen.